Ja, den Eisritter kann ich zu mir locken. Und kann die theoretisch auch backstabben. So, damit ist erst einmal er hier ausgeschalten. Sie geht netterweise ein paar Schritte zurück. Während wir hier den Golem töten. So, Golem ist tot. Jetzt müssen wir sie nur noch irgendwie in die andere Richtung locken. Falsche Richtung. Genau, greif mich ruhig im Nahkampf an, aber komm weg von dem Golem. Ja, komm, weg von dem Golem. Das macht er absichtlich. Das ist jetzt wohl hier erhöhter Schwierigkeitsgrad. Das hat mich zum Glück nicht getroffen. So. Stirb. So, und bevor ich den Heidesperr repariere, wechseln wir einfach nochmal die Waffe. Scheinbare Wand. Erstmal drei Flammenschmetterlinge. Ah ja. Ich lasse jetzt erstmal den Ritter raus. So, ein Ritter aus Eliumlois sucht das Chaos. Dann gucke ich mal kurz, wo wir hier rauskommen. Das habe ich nämlich auch nicht schon nicht mehr in Erinnerung. Oh. Nett. Gut, wir kommen bei der Kathedrale raus. Und jetzt hüpfen wir hier vorsichtig runter. Wir sind jetzt hier übrigens direkt über dem Leuchtfeuer. Da gibt es einen Gegner in der Richtung. Da gibt es einen Lancer in der Richtung. Ja. Legen wir uns zuerst mit ihm hier an. Der Feuerspeer ist halt nicht so stark wie mein Heidespeer.
Warum? Okay, jetzt hat er mich am Trinken gehindert. Das ist nicht so gut. Au! Hohoho. Mann, ey. In Dark Souls 2 sind die... Ja, hier sind wir übrigens wieder bei dem Raum angelangt. Sind die... Ist die Eingabereaktion teilweise sehr, sehr mies. Muss ich ehrlich zugeben. Ich meine, ich habe schon längst wieder den Knopf zum Blocken gedrückt, aber der Shit ist noch nicht oben. So, Feuerklauenring erhöht Feuerangriffe. Das muss ich nicht unbedingt vorlesen. Oder? Ring der einen Stein um einen Stein umklammerte Hand darstellt. Erhöht Feuerangriffe, verringert die körperliche Abwehr. Die Herkunft des Ringes ist unbekannt, sein Aussehen lässt aber auf eine der dunklen Gottheiten schließen. Der Ring ist nur bei geschicktem Einsatz durch den Träger effektiv. Ja. Da hinten ist noch ein Kumpel. Oh ja, hier sind zwei Lancer, hatte ich total vergessen. Solange der zweite hinter der Ecke bleibt, soll mir das recht sein. So, der erste ist weg. Wow. Oh nein. Das tut weh. Oh, er trinkt auch. So. Ja. Tu mir einfach den Gefallen, stirb. Danke. Oh ja. Ich wollte ihn eigentlich exekuten. Na gut, dann muss es halt so gehen. So, in der Ecke gibt es nur Tod. Scheinbare Wand voraus. Ne, hier ist nichts. Vision von Leuchtfeuer. Ja, das Leuchtfeuer ist da unten. Zweiköpfiger Großbogen. Ach ja, der war übertrieben. Ein Großbogen aus Tierknochen. Die edle Verarbeitung lässt auf eine Herkunft in Lana 4 schließen. Das ungewöhnliche Aussehen scheint zeremonielle Gründe zu haben, kann aber auch nur zur Einschüchterung dienen. Ja, kann ich mich mal kurz zeigen, auf welchen ich wahrscheinlich nicht ordentlich benutzen kann, da ich nicht genug Stärke habe. Jo. Das ist das Ungeheuer.
So, das Leuchtfeuer lassen wir gerade mal da liegen, wo es ist. Weil hier haben wir eigentlich alles getötet. Da hinten war nur der Weg, da oben waren wir. Lügner voraus. Ja, nee, hier ist eigentlich nichts mehr. Hier war nur die unscheinbare Wand, also können wir das bewerten. Oh, habt ihr mich gerade erschreckt? Aber ob da noch was ist, weiß ich jetzt gerade gar nicht mehr. So wirklich genau. Ja, Truhe voraus stimmt eigentlich. Vision von Leuchtfeuer. Aber hier ist halt keine Wand mehr. Also keine Geheimtür mehr. Also nee, denke ich mal, dass hier alles vorbei ist und wir können jetzt erstmal kurz nach Majula reisen. Ich wechsle mal wieder zum Heidespeer. Und guck einfach mal, ob irgendwer hier was verkauft. Also ja, graue Brocken kriege ich hier noch nicht. Der Schmied vielleicht? Ja, ein Reparaturpulver, wenigstens etwas. Sie hat sicher keins, oder? Nein, bei ihr könnte man höchstens Feuersamen kaufen, die unnötig sind. Er hat sicherlich auch keins. Nein. Nur ein paar Gewürze und Kräuter. Sie hat definitiv bestimmt auch keins. Nein, aber wir können mal noch 10 Heilsteine kaufen. Sind später nützlich. Er hier wahrscheinlich auch nicht. Hey. Nein, nur ein paar Sachen für den Speer zum Verbessern. Mr. Dekadent. Verkauft nur Rüstungen. 3 Stück, die wir uns kaufen könnten, einfach, dass wir sie haben. Also ja, Wetzdarts Rüstung. Von Königsegis getragene Rüstung, ursprünglich von Wunderenergie durchzogen, nun jedoch vom Finsternis durchdringt, nachdem sie lange in der Gruft der Untoten gelegen hat. Ein Ritter aus einem fernen Land wurde in dieses verfluchte Land gelockt, doch er vergaß den Grund seines Kommens und wurde letztendlich zu einem Schatten seiner selbst. Are you sure? Ja. Gut. Ein Level-Up können wir uns gönnen. Bearer of the curse. Until